Goldsteinchen. Okay. Eisenbarren brauche ich noch. Das ganze Ding hier macht mich arm. Hallo Merlin. Ich glaube, man kann auch erst dann wirklich hier alles schick machen. Wenn man alle Quests durch hat. So. Mehr Hartholz. Nein, nimm es auf. Sind aber halt auch immer die Steine, die man am wenigsten bekommt, gefühlt. So. Warte, da ist noch ein Stein. Ich habe immer noch nicht genug für die Eisenbahn wahrscheinlich. Und vielleicht einer raus. Oh ne, drei. Christoph? Oh, hey. Großartig, wir haben jetzt alles, was wir brauchen, um meinen neuen Verkaufsstand zu bauen. Danke. Schätze, wir müssen jetzt nur noch den Verkaufsstand bauen und ihn im Dorf aufstellen. Ich überlasse dir die Entscheidung, wo. Es ist ja schließlich dein Tal. Wiedersehen. So, einmal bauen. Nee, da wird's gar. So. Hierhin. Hallo. Achso, jetzt habe ich. Egal. Weiter so. Jetzt habe ich aus Versehen den Anfang durchgeklickt. Aufgaben. Christoph Level 10. Junge. Aber oh mein Gott, ich kann jetzt zumindest Weichholz kaufen. Stein und Sand.
Pflanzen sammeln. Du bist lustig. Hallo Iron. Alles gut bei dir? Also das brauche ich ja gar nicht. Ja. Wie geht's? So. Überfressen. Was gab's denn Leckeres? Lad gerade das Selfpack. Ich hab's schon geladen. Falls ich hier mit das ja heute nochmal fertig werde. Werden wir das vielleicht nachher auch noch spielen. Eventuell. Jetzt muss ich erstmal farmen. In seine Soße mit Garnelen. Okay, die Garnelen kannst du behalten, aber der Rest ist geil. Hallo Ariel. Mit der ich nicht reden kann. Jetzt. Hallo. Hättest du mir verzeiht, um mir bei etwas zu helfen? Nun, da ich wieder im Tal bin, habe ich erneut mit der Arbeit an meiner Sammlung begonnen. Ich liebe es einfach, Menschenzeug zu sammeln. Es gibt ein paar Dinge, die ich gerne hätte, aber ich kann die nirgends finden. Welche? Ich werde noch ihn Ausschau halten. Und Dankeschön. Ich glaube, das erste wird Schneebesen genannt. Die Menschen benutzen ihn, um sich die Füße zu kratzen. Ich bring dir das. Ich wusste, dass du wissen würdest, wie du helfen kannst, Adaria. Das zweite Objekt ist ein Kreisel. Es macht so viel Spaß, ihm zuzusehen, wie er sich dreht und dreht und bis er fällt. Verstanden? Ein Kreisel im Anmarsch. Als drittes hätte ich gern einen Zauberkasten. Mit einem seltsamen Namen. Ein Grammophon. Die Menschen legen Farbe drauf und drehen ihn, um hübsche Muster zu machen. Okay. Das wäre fantastisch. Das letzte wird Geschichtenbaustein genannt. Das ist ein Rechteck mit Wörtern und hübschen Bildern, das eine Geschichte erzählt. Ich würde gerne einen neuen haben. Okay. Vor dem Vergessen haben Wally und ich immer Dinge aus unserer Sammlung ausgetauscht. Vielleicht weiß er, wo man finden kann, was ich suche. Ja doch, ich frage ihn. Ich bin wirklich dankbar für deine Hilfe. Na, meine Verbindung weg. No! Doof, Verbindung. Also ich leide gerade. Und dafür wenn man ab dem Planet zu leben, ja. Ja, ging bei mir vorhin halt auch so, ne? Weil ich Hartholz sammeln muss. Und Eisenbarren. Und Lehm. Guck dir die Menge an. Ich sterbe. Ich weiß gar nicht, wo ich das alles herkriegen soll. Also Maui habe ich jetzt fertig. Ich könnte mir vorstellen, Christoph, wenn ich ihn heute noch mal auf 10 kriegen würde. Würde ich auch fertig kriegen. Weil der hat, glaube ich, nur noch eine Quest dann. Wally ist bei mir verbuggt. Und alles andere ist scheiße und nervig. Weil erstens, es regnet nicht. Ich kann die eine Quest nicht machen. Zweitens habe ich verpeilt, mich heute Morgen ins Spiel einzuloggen, anzumelden, einzudingseln und dieses komische Morgendings da zu holen. Es ist nie.
Nee, das ist doof. Oder das Lehm. Ich glaube, am schlimmsten ist sowieso das Lehm. Sag mal, Eisenbahn geht ja noch, wenn ich dann den richtigen NPC für mitnehme. Aber Lehm? Ich habe auch Tage gebraucht dafür, weil ich vormittags arbeiten musste. Ich habe es heute Morgen halt total verpennt. Ich war zwar wach, aber ich habe es halt, wie gesagt, echt verpennt. Gut, sprich mit Merlin, das kann ich machen. Sprich mit Wally kann ich auch noch machen. Ja, das ist das mit dem komischen Glitzerhering. Fange an einem regnerischen Tag den Glitzerhering. Ohne Witz, ich bin seit 15 Uhr in dem Spiel. Und es hat nicht einmal geregnet. Nicht einmal hat es geregnet. Das ist hier, ne, die Scheiße. Das ist das mit heute Morgen. Dafür brauche ich einen Kacktintenfisch. Und die Quest ist verbuggt. Ich habe nur noch Scheiße. Ich glaube, ich müsste sogar jemanden fürs Graben haben. Bergbau, Bergbau, Bergbau. Bergbau, okay, gar nichts. Gartenarbeit, Gartenarbeit, sammeln. Sammeln, sammeln. Oh, Donut ist graben. Ich habe einen fürs Graben. Aber bisher habe ich auch noch nicht versucht zu graben. Das mache ich dann gleich. Gerade versuche ich, Eisenerz herzukriegen. Ich weiß nicht, wir können mir auch jemanden mitnehmen, aber ich will ihn auf 10 kriegen. Deswegen schleife ich ihn jetzt gerade so überall mit hin. Wie jede kleine Pipi-Aufgabe. Auch wenn es ewig dauert. Mein Inventar ist nämlich schon wieder voll. Mein Inventar sieht nicht gerade so aus. Also, mehr als voll. Aquamarine muss ich auch noch sammeln. Die werden mir zwar angezeigt, dass ich sie habe, aber ich habe nur 2 von 3, glaube ich. Weil ich für Christoph noch welche gebraucht habe. Ich habe mit einem Mal so viel Aquamarin gebraucht. Alter Junge, hab doch endlich dein Level ab. Danke! Läuft bei dir rückwärts bergab. Jetzt fühlst du dich an den Hacken. Aber wirklich, ey. Oh Gott sei Dank, aber ich habe ihn auf 10. Hey! Hey, entschuldige die Störung. Hast du Zeit zu helfen? Mhm. Ich war neulich in den eisigen Höhen auf der Suche nach Materialien und bin in eine tiefe Verwehung geraten. Jetzt steckt mein Schlitten im Eis fest. Oh. Ich habe alles versucht, aber ich kriege ihn nicht raus. Kannst du ihn mit deiner Magie befreien? Ich kümmere mich darum. Ich helfe gerne. Danke. Ich zeig dir, wo mein Schlitten feststeckt. Mach's gut. Bis bald. Lauf du mal vor. Ich komme irgendwann nach. Gut, immerhin habe ich ihn auf 10. Der sind die einzigen beiden, die ich noch nicht auf 10 habe. Ariel und Ursula. Und gut, Erik. Ich weiß nicht, Erik ist abhanden gekommen. Der wurde nicht mitgeliefert. Der war nicht im Lieferumfang enthalten. Der kommt als DLC.
Die kommt nur her. Sag ich als DLC. Irgendwann. Wenn keiner mehr mit rechnet. So, der letzte Freggel. Ich meine, gut, ich bin jetzt nicht so sonderlich scharf auf den, aber. Wäre halt ganz angenehm. Ich hätte mehr Disney streamen sollen. Nur die Meerfrau auf 10 hoch hast, glaube ich. Oh Gott. Kann sich ja noch um Jahre handeln. Also ich werde zumindest nicht bis morgen alle Quests fertig haben. Nicht, wenn ich wahrscheinlich nachher noch einen neuen Zoo mit euch anfangen will. Es sei denn, wir entscheiden uns einstimmig, dass wir Disney spielen. Ich glaube, selbst dann komme ich nicht weiter. Allein wegen der Quest, die ich ja morgens erledigen muss. Das ist so Maul zu melken. Ich spiele gleich zu. Ja. Also ich habe vorhin nur das Spiel einmal kurz gestartet, um zu gucken, ob heute auch alles drin ist. Also, ne, alles installiert hat. Ohne Fehler. Und ich habe nur die Tierchen gesehen und dachte, ja. Ich weiß noch nicht. Ich hatte halt überlegt, ob ich einen reinen Halloween-Zoo mache. Oder einfach wie immer. Rein oder halt als ein Herbst-Zoo oder sowas. Wie viele habe ich jetzt? Zwei. Kannst du zwei? Ach, das war der glänzende. Boah, worauf ich Bock habe. Ich weiß halt nicht, wo ich genau drauf Bock habe. Ich bin ja so ein Fan von so Themenzoos. Parks. Mach ich immer recht gerne. Ich weiß doch nicht, auf was ich mehr Lust habe. Bei mir leider nicht. Bei mir leider nicht. Ich bin immer so. Ich mache mir vorher Gedanken. Dann geht's los. Ziemlich die Lage durch. No. Na, bei mir eigentlich schon. Da hatte ich bisher nicht so die Probleme. Zumindest nicht bei den Stream-Zoos. So, das packe ich erstmal alles dahin. Meine Ordnung innerhalb des Hauses habe ich jetzt erstmal verworfen. Muss ich dann im Nachhinein mal sortieren. So. Dann suche ich gleich mal nach Donald. Wow, 4 Eisenbarren. Ich kann mal gucken, ob ich jetzt Fische habe. Tintenfische. Vielleicht kam da ja wieder eine hübsche Lieferung.
Tintenfisch, aber auch nur einer. Und Seeteufel ist endlich mal mit dabei. Bin nur noch 4 Fische. So, jetzt brauche ich noch 2 Tintenfische. So, ich werde gucken. Das geht nicht. Das dauert. Das dauert. Das muss ich noch machen. Mein Schlitten ist aus dem Eis, aber er hat viel Schaden genommen. Es gibt einen Riss in der Seite und die Kufen sind verbogen. Wir werden ihn reparieren. Oh nein. Okay. Mhm. Herzlichen Dank auch. Ich habe ihn gerade erst in Dagobers Laden abbezahlt. Oh, ich habe ein Buch gekauft, das helfen könnte. Der Titel ist Eisunfall. Wie man einen Schlitten repariert. Kannst du es aus einem Haus, aus meinem Haus holen? Es ist wahrscheinlich in der Bibliothek. Ich werde versuchen, das Ding zu reparieren. Mach's gut. Bitte sag, dass du das alleine kannst, ohne dass ich dir Sachen dafür besorgen muss. Sonst streik ich. Und was hast du so den ganzen Tag gemacht? Auch ich habe einfach nur irgendwelches Holz und Stein gesammelt. Sehr produktiv. Das ist übrigens ein Grammophon. Kann ich das nicht einfach mitnehmen? Das ist ein Holzweg. Ja, ich merke schon. Okay, jetzt ist das Buch plötzlich da. Ernsthaft? Oh, ernsthaft? Wirklich? Ernsthaft? Ich meine, die Fasern ist nicht das Problem. Das Problem ist der Eisenbarren. Ach, leck mich am Arsch. Es sind gerade gefühlt einfach immer nur die gleichen Aufgaben, ne? Fasern. Ich müsste irgendwo noch welche haben. Hoffe ich. Gott. Ja. Yep. Ich sag ja, Fasern ist nicht das Problem.
Ich brauche erstmal Eisenbarren, um Teile zum Basteln herzustellen. Bevor ich überhaupt Eisenbarren herstellen kann. Leck mich am Arsch. Habe ich nicht eigentlich nur irgendwo anders Teile gehabt? Ich habe doch nur eins abgegeben gehabt, eigentlich. Eigentlich. Nee. Okay. Thank you.